So, Bock auf eine neue Übung? Ich ja. Das Besondere daran ist, diese Übung ist gar nicht so neu. Es ist die Gesichtsmassage. Eine der in meinen Kursen früher ältesten Übungen, die ich lange Zeit mit meinen Kursteilnehmern praktiziert habe, die ist immer gut angekommen. Und heute lasse ich dich mal dran teilhaben. Mein Name ist übrigens Corno. Ich bin Qigong-Lehrer hier im Qigong-Club auf YouTube. Freue mich, dass du dabei bist, hier im Video. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der Übung. Also, die Gesichtsmassage. Ich würde es einfach am liebsten anfangen, aber es lohnt sich, kurz noch ein paar Worte zu verlieren, wofür die überhaupt gut ist. Natürlich kann man sagen, ja, Gesichtsmassage, Entspannung im Gesicht. Richtig, Entspannung im Gesicht ist erstmal das Naheliegende, aber wir arbeiten auch mit der chinesischen Medizin, das heißt also mit Akupunkturpunkten hier im Gesicht und mit Reflexzonen. Und das ganze Gesicht ist auch eine Reflexzone. Das heißt, dazu mache ich auch noch mal ein eigenes Video. Ich mache es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Zum Beispiel Nase in Verbindung mit Lunge, Augenbereich, Verbindung mit Leber und. Das heißt, die Organe spiegeln sich auch im Gesicht wieder. Dann auch bis hin zu den Ohren, die Reflexzonen. In den Ohrmuscheln befindet sich sozusagen der ganze Körper abgebildet. Wenn du die Ohrmassage, dazu gibt es ja auch ein Video, vielleicht verlinke ich das nochmal am Ende, wenn ich dran denke. Wir werden sehen. Und genau, also welche Wirkung hat also diese Gesichtsmassage? Zum einen natürlich Gesichtsentspannung, zum anderen, dass du dein Organsystem im Körper aktivierst. Das wirst du gleich sehen. Dann von Meister Dan, der sagte, das sei die Nummer 1 Anti-Aging-Übung. Jetzt ist natürlich die Frage, nenne ich dieses Video dann einfach Anti-Aging-Übung, um mehr Klicks zu bekommen? Mit Qigong gegen Altern oder gegen Falten? Wäre eigentlich eine gute Idee, oder? Oder nenne ich es einfach Gesichtsmassage? Ich werde es mir überlegen, du wirst es ja dann im Titel sehen. Und das ist aber nicht die einzige Wirkung. Das war nur das, womit er immer Werbung gemacht hat auf Seminaren. So, diese Übung, diese Gesichtsmassage, danach sieht man schöner aus. So natürliches Make-up und Anti-Aging gegen Falten. Das war die eine Geschichte. Aber er sagte auch mal irgendwann im Nebensatz nochmal, diese Übung sei ganz wichtig für das Immunsystem, um Erkältungen vorzubeugen. Nicht um Erkältungen zu behandeln, sondern Erkältungen vorzubeugen. Und wenn du zum Beispiel weißt, dass du ständig Erkältung bekommst, dann könntest du diese Gesichtsmassage in dein tägliches Programm mit reinnehmen. So, jetzt habe ich aber schon fast wieder 3 Minuten gelabert. Wird Zeit zum Üben, oder? Also, wir legen los. Die Gesichtsmassage ist auch gar nicht so lang. Die kann man eigentlich ganz gut mal nebenbei machen. Und du beginnst damit, deine Hände warm zu reiben. Man würde im Qigong sagen, mit Qi, mit Energie aufzuladen. Aber reib sie einfach warm. Im Winter dauert das manchmal ein bisschen länger. So. Hände sind warm und jetzt beginnst du mit den Mittelfingern neben den Nasenflügeln 9-mal mit leichtem bis mittlerem Druck kreisend zu massieren. Danach auf mittlerer Höhe der Nase, an der Nasenwurzel, auch wieder 9-mal mit mittlerem Druck kreisend massieren. Und dann oben an der Nasenwurzel auch wieder 9-mal. Und dann gehst du legst die Mittelfingerspitzen wieder an die Nasenflügel. Und gehst mit mittlerem Druck, schiebst die Mittelfinger entlang der Nase nach oben und ohne Druck wieder runter. Mit Druck hoch bis zur Stirn, ohne Druck runter. Mit Druck hoch, locker runter. Danach wieder mit Druck runter und mit den flachen Händen
außen das Gesicht herab, wie Kreise, die du ziehst. 9-mal. Innen hoch, außen herab. Innen hoch, außen herab. Danach andersrum, von oben bei der Stirn mit Druck nach unten und außen nach oben. 9-mal mit Druck runter, außen nach oben. So, noch dabei? Gut, dann geht es jetzt weiter und zwar an den Augen. Du legst die Mittelfinger quer auf die Augen, die geschlossenen natürlich, und mit leichtem Druck drückst du die Augäpfel ein ganz bisschen nach innen und machst Schlitzaugen und wieder zurück. 9-mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danach die Mittelfingerspitzen auf die Schläfenpunkte, einfach wo du intuitiv hinfasst, wenn du dir an die Schläfen fasst, und mit leichtem Druck 9-mal kreisen. Und zwischendurch kannst du auch gerne mal die Hände ausschütteln, locker lassen. Gerade wenn man es nicht gewohnt ist, so lange die Arme hochzuhalten. Danach nimmst du die Hände zu den Ohren und massierst die Ohren. So eine halbe Minute bis eine Minute. Oder einfach so lange, bis du merkst, deine Ohrmuscheln fühlen sich so ein bisschen warm aufgepumpt an durch die Massage. Und wie gesagt, das kannst du auch allein diese Ohrmassage als einzelne separierte Übung machen. Und einfach so ein bisschen gucken, wie sich es auch gut anfühlt. Also da musst du nicht eine spezielle Reihenfolge haben. Ich würde empfehlen, fang bei den Ohrläppchen an und arbeite dich dann so langsam hoch. Aber du kannst auch einfach ein bisschen hin und her gehen und gucken, wo, an welchen Stellen fühlt sich die Ohrmuschel oder die Ohrmuschel noch ein bisschen kalt an. Und die massierst du dann auch ein bisschen länger, die Stellen. Dann hast du sozusagen den Satz heiße Ohren verpasst. Wunderbar. Und weiter geht's. Du nimmst jetzt beide Hände wie zu einem Teller geformt, hältst die vors Gesicht und lässt sie vor dem Gesicht 9-mal kreisen. Vielleicht spürst du die Wärme der Hände. Und zum Abschluss legst du die Hände aufs Gesicht, Schultern locker. Wenn du magst, lass den Kopf ein bisschen in die Hände sinken. Nase frei und die Hände so für eine halbe Minute, wenn du magst, kannst du auch sagen 9 Atemzüge. Das ist dann ein bisschen wie ein Einsammeln, die Hände einwirken lassen.
Dann lässt du die Augen geschlossen, nimmst die Hände nach unten locker auf die Oberschenkel, wenn du magst, in die Kaiserhaltung gehen. Und spürst erstmal mit geschlossenen Augen das Gefühl jetzt im Gesicht und im Kopfbereich für ein paar Momente. Nachspüren. Wirken lassen. Das belebte Gefühl im Gesicht wahrnehmen. Und dann ganz allmählich die Augen ganz langsam öffnen. Wieder im Raum ankommen und fertig ist die kleine Gesichtsmassage. Ja, aus meiner Sicht wirklich eine ganz wirkungsvolle kleine Übung, um auch mal im Alltag so den Reset-Knopf zu drücken. Aber wie gesagt, gut fürs Immunsystem, als Erkältungsvorbeugung. Wenn du gerade weißt, da geht was um oder in deiner Familie sind sie alle erkältet, kannst du darüber, das ist nicht die Garantie, dass du dann keine Erkältung bekommst, wissen wir beide, aber du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du gesund bleibst und einfach dein Immunsystem dadurch stärken. Und natürlich auch, dass du einen frischen Teint in dir erzeugst. Und wenn dir diese Übung gefallen hat, dann probier sie doch einfach noch ein paar Mal aus. Und ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder im nächsten Video dabei bist. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.